Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Landwirtschaftssimulator 19 in auf über drunter und so, ne? Kernstadt, ihr wisst schon, kennt ihr ja schon. Heute werden wir uns mal um unsere Grasfelder kümmern, denn alle vier sind erntereif geworden, beziehungsweise alle vier können jetzt mal endlich gemäht werden und danach werden wir da noch ein Getreide schön drauf anpflanzen. Und da der gute Chris unbedingt mal Rasen mähen wollte, ja, muss er da halt heute ran. So, Delle. Dann würde ich sagen, Chris ist ja, glaube ich, schon unterwegs im 450. Jawohl. Ja, dann gucken wir, ob der... Aber ich meine, der kann keine Schwartablage. Er hat es auf jeden Fall aus Arbeitsmodus angelegt. Na, dann sollte das ja klappen. Die Ränder kannst du übrigens ruhig mitmähen, ne? Aber ich sollte, glaube ich, nicht ganz am Baum anfangen, oder? Ja, kommt drauf an, wie du dir GPS einstellst. So, dann schnapp ich mir schon mal den Wasser-LKW. Weil unsere Viechers müssen wir ja auch noch versorgen. Was ist denn dieses Real Mower? Real Mower ist ein Mod, dass du auch Büsche und kleine Sträucher dementsprechend direkt mitmähen kannst. Also brauche ich nicht. Kannst du ruhig nicht aktiv lassen. Ah, toll. Genau jetzt kommt Flimmerkiste auf. Ja, war klar. Oh. Ich habe gedacht, er wäre schon drauf. Habe ich auch gedacht. Ach nee, er muss ja erst noch downloaden. Da aktualisiert man einmal den Mod und zack. Oh. Ja, so ist das nicht. So, was spielen. Ja. Nein. Doch. Doch, er macht Schwartablage. Gut, dann kannst du ja schon mal anfangen, die vier Felder abzumähen. Ich versorge eben schnell die Viechers mal. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann werden wir ja sowieso mit zwei Ladewagen dann dementsprechend das Gras einsammeln müssen. Jo. Oh, kaum sitzt Peter in seinem schwarzen Trecker. Zack, fährt er erstmal vor eine Wand. Stimmt ja gar nicht. Hab ich gesehen. Das war keine Wand. Dann war es ein Pfosten. Ja, auch egal. Auf jeden Fall bist du vorgefahren. Ja, war ein bisschen zu schnell unterwegs. Du solltest einen weißen nehmen. So wie ich gestern mit meinem LKW, ne? Ja. Nur mit dem Unterschied, du lagst ja gleich auf dem Rücken. Nein, ich lag nicht auf dem Rücken. Doch. Nein. Doch? Nein. So, wo ist er denn noch, der 23? Dann können wir eigentlich einen Teil davon... Warte mal, ich glaube... Direkt ins Futterwerk bringen, genau. Machen wir erstmal das Futterwerk voll. Jawohl. Mann, was wohnen die so? Stimmen aus dem Hintergrund. Wie war denn gestern eigentlich dein Angeln? Gut. Ertragreich. Ja, ertragreich.
Für Christian gerade so erträglich, ja, für mich ertragreich. Ich wollte jetzt keinen Finger in Christians Wunde legen, aber... Nee, da habe ich zu genügend getan. Ich habe ihm gleich alle Fänge geschickt per Bildchen. Ach, ich wollte gerade sagen, wieso hängt der denn jetzt? Ja. Speicherfreeze. Der Sammler hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern? Ja, der ist irgendwie ein bisschen komisch modifiziert. Okay. Da hat es einer mit der Arbeitsbreite etwas übertrieben, glaube ich. Nur minimal. Ich glaube, Standard haben die irgendwie 4 Meter oder 5 Meter oder so, höchstens. Ja, irgendwie so weit, ja. Viel war nicht. 11 Meter ist gut. Oh. Was hast du für eine Breite, Christian? 11,91 Meter. Oh. Naja, dann passt das ja wenigstens so, dann fahr ich ja wenigstens die gleichen Bahn. Was für das Ding irgendwie eine ganz komische Breite ist. Ja, der Standard 450 hat 9,90 Meter. Da hat der Onkel Yogi ein kleines bisschen übertrieben. Ja, aber warum, was mich so ein bisschen irritiert, ist diese krumme Zahl, ne, von 11,91 Meter. Ja, 11,90 oder 11,95 hätte ich ja noch verstanden, aber 91, naja, gut. Aber einen schicken Sound hat das Ding. Christian, zieh mal Richtung Hof, dann nicht ganz so weit auf die Straße raus, sonst kann ich nicht alles aufsammeln. Ja, aber nachher heißt es ja, hast nicht alles gemäht, also zieh ich da so weiter. Nein, dann fährst du halt nochmal immer so am Rand lang, dann hoch, ist ja egal. Ja, aber mach ich. Die Straße zum Land, sagt er mal, ich hab keinen Zugang zum Gelände. Ja, das sagt er bei mir aber auch. Schmeißt das aber trotzdem rein. So, mal gucken. Was brauchen wir denn? Große Viehweide. Mischration. Nur Mischration, naja gut. Ups.
Grüß dich, Leon. Ah, Wochenende gut überstanden. Joa, alles gut. Außer, dass sonntagsabends immer noch so wenig von der Woche übrig ist. Gott sei Dank geht's morgen wieder arbeiten. Freust du dich etwa? Ist ja unglaublich. Besser so? Mhm. Könnte nur beim Baum eng werden. Einen Streifen Gras stehen lassen. Das gibt wieder Mega vom Chef. Aber hallo. Aber hier hinten kann ich so weit rausziehen, wie ich will, oder? Peter? Ja, da hinten solltest du. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Was habt ihr für Probleme? Hört ihr euch gegenseitig nicht, oder was? Nee, mein Autodrive, bzw. mein GPS hat gerade gesagt, ich bleib an. Ja, wollte die 24 gleich mitmähen. Nee, ich hab's Mähwerk ausgemacht. Nein, Glück.
Oh, ist das scheiße zu gucken hier in dem Ding. Nein, ich will nicht filtern. Auf für Güllefalle. Ja, wo steht er denn da? Mir ist noch gar kein NPC entgegengekommen. Na, sowas aber auch. Ah, da! Da fährt einer. Und es ist natürlich ein böses weißes Auto, war ja klar. Bist du nicht eben in meine Richtung gefahren? Peter? Du bist doch mit mir in die gleiche Richtung gefahren und jetzt fährst du doch mal schon in die andere Richtung. Ja, kurz, da war noch so von der ersten Bahn so die Hälfte übrig. Achso. Aber wenn ihr nachher mit zwei da rumfahrt, das wird aber knackig. Kann ja eigentlich einer schon grubbern, oder nicht, Ivan? Ich glaube, wir müssen gar nicht grubbern. Oder? Was sagt er denn? Nö. Kein Kalk, kein Flügen, kein gar nichts. Aber könnte ich natürlich machen, fange ich schon mal mit dem Ansehen an. So, der ist fertig. Heißt, alle Tiere sind versorgt. Und da los die Gülle wieder abpumpen. Huch, was hat er denn hier gemacht? Bus. Hießen sie nicht Opus? Speicher Freeze! Schon wieder. Ah, schnell bremsen.
Ja, von unserem Earl habe ich auch noch nichts gehört, ne? Nee, er hat mir auch noch nicht geantwortet. Ich habe im letzten schon geschrieben, ihr habt mal so einen Zwischenbericht ja, ich auch. Eingefordert, aber. Er wartet jetzt wieder bis Winter ist und dann kommt er wieder. Oh, wie habt ihr denn hier das Gras alles verteilt? Kommst ja nicht dran, dann haben wir die Scheiße hier wieder rumliegen überall. Deswegen hat Peter mir ja gesagt, ich soll vorne eine Bahn lang ziehen. Meinst du, kriegst du da runter gekratzt mit dem Schwader? Mal schauen. Ja, ein Teil geht aber wahrscheinlich. Das war's auf der. Hallo, bleib doch mal stehen hier. Bleib auf der Straße nicht. Müssen wir mit dem Nono rüberfahren? Ah, ne, geht ja auch nicht. Ja, fahr doch einfach schön in mich rein. Wenn ich das ganze Zeug jetzt noch woanders hinlege hier. Ein kleines Stück hättest du jetzt aber sammeln können hier. Ah, ja, den glaube ich da nicht. Ja, ich muss nochmal wenden. Ach, weggekriegt von der Straße. Oh, alles weggeschlotzt. Ah, Zaun. Ja, ob das passt mit dem Baum? Oh ja, gerade so, glaube ich. So, was ich jetzt da abgelegt habe, müsste es aber eigentlich, hoffe ich jetzt mal, einsammeln können. Ja, denke mal.
Kann ich dir gleich sagen. Ich lasse die mal zur Sicherheit hier stehen. Soll ich den Irokesen da gleich noch wegmähen oder ziehst du da mit dem Grubber rüber? Da zieh ich jetzt einfach so rüber. Oder waren die drei Grashalme mal drin? Das ist ja ein komischer Feldrand hier. Voll die Einbuchtung dazwischen. Warum? Ach so. Ist so, typisch so das eine gegen das andere, ne? Ja. So, ja. Ihr hört euch nicht. Ist auch besser so. Pass auf, das dauert nicht lange, dann ist er gleich da. Nein. Nein. Serie. Ach, Serie, Serie. Serie, Schmerie, sagen wir mal. Doch. Oh. Mhm. Die Klappe hat aber laut mit dem Teller. Sammelt sie sowieso auf 12 Meter, ne? Ja. Ich habe nämlich gerade was versucht, dass ich dir das hier nicht wieder auf die Straße schmeiße. Die Schwade links abzulegen, weil das geht auch, aber dann macht er eine breite Schwade und in der Mitte. Zu fusseln, ja. Ja. Grüß dich, Gentleman. Abend, Gentleman. Juhu, Gentleman. Gentleman. Gentleman.
Und lustig zu sehen, dass sich der Sichtradius verändert, je nachdem, wie weit man von oben über dem Fahrzeug guckt. Also statt, dass man den einfach fest um den Trecker herum irgendwie nimmt. Nee, das wäre ja einfach, Ivan. Ach ja, stimmt, das Giants, ich vergaß. Das ist genauso wie mit Wildcard. Ja, sicher, sicher ist alles fit bei uns. Chris ist glücklich, dass er endlich mal unseren Rasenmäher bedienen darf. Passt schon. Ja, aber ganz fleißig am Mähen. Ich mach das immer ordentlich. Außer mein Tutorial zerschluder ich auch mal ein bisschen, aber es funktioniert trotzdem. Ja, wenn ich da jetzt auch noch anfangen würde, würde im Tutorial alles hundertprozentig ordentlich machen, dann würden die Videos ja dreimal so lange dauern. Planst du da eigentlich an Mai? Hast du mal einen schönen Irokesenschnitt stehen gelassen. Zwei Finger breit. Breiter darf er nicht sein. Ja, B.A. Barakos lässt grüßen. Ja, ja. Stimmt, und es wäre auch total langweilig, wenn ich da gar keine Fehler machen würde. Wie war das? Und heute zeige ich euch, wie man es nicht macht. Klingt komisch, ist aber so. Ist aber so. Der Erklärwolf. Was gibt's denn da Schöne zu löffeln? Bolognese. Mit oder ohne Nudeln? Natürlich mit. Achso, na, hätte ja sein können. Genau, mal was übrig bleibt, wenn ich Bolognese mache, dann löffel ich das auch so. Wieder bleibt was übrig. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe die Aussage gerade nicht. Das ist ungefähr so wie, wo soll ich die halbe Tafel Schokolade hinpacken? Was für eine halbe Tafel Schokolade? Je, ich lasse immer extra was übrig, damit ich später auch noch was hab. So als kleinen Mitternachtsimbiss. Was weg ist, ist weg. Nee, nee. Na doch. Speicherfreeze. Jupp. Hm. Aber schön, dass sich die Tauben trotzdem weiter bewegen. Ja, die müssen nicht gespeichert werden, die fliegen ja davon. Runter von meinem Acker, ihr Viecher. Ihr klaut wieder bloß die Saatkörner. Runter mit. Nee, raus mit die Viechers.
Denn da für komische Stellen im Feld? Ja, wieso ohne? Sieht total merkwürdig aus. Vor allem so unpassend zur Saatrichtung. Da sind noch mehr so Flecken. Welches Feld meinst du? Eine 24. Das war ich nicht. Da bin ich nicht gefahren. Nee, das ist total random. Da sind so Löcher drin. Ja, abgeerntete Flächen. Ja, hier auf der 22 ist auch so eine Fläche, wo ich kein Rasen mähen kann. Ja, weil da gehört uns das Gelände dann nicht. Doch. Dann musst du das auch mähen können. Nein, da ist letztes Mal jemand reingefahren und hat das neu angesehen. Ach so, stimmt ja. So was, wer macht denn so einen Blödsinn? Ja, weiß ich auch nicht, wer das war. Irgend so ein Fischkopf. Weißt du, angeln kann er, aber wenn er Feldarbeit machen soll, ist vorbei. Bluestream? Er rippelt sich gar nicht. So, Bäuerchen machen und ab ins Bett, schon klar. Scheiße, Baum. Boom? Boom. Ja, aber immer trotzdem hier noch. Ja. Nee, das wird nix. Mal gucken, dass da kein weißes Auto kommt. Da sind ja voll die Ecken drin in dem Feld. Ja, über das ganze Feld verteilt. Nee, ich meinte jetzt hier den Feldrand. Achso, auch noch. Das sieht jetzt aus wie so ein Käsestück, als wenn da einer irgendwie an den Ecken geknabbert hätte. Ich hab meinen ja nicht mal leer gekriegt. Dann soll ich deinen leer essen? Bolognetta. Bolognetta? Ja, der hat doch gerade Bolognese gegessen. Ja, ja. Nee, Gentlemen, ich knabber hier keine Löcher in die Felder. Ich muss nur aufpassen, dass mein innerer Monk nicht zu stark rebelliert und sich jetzt den 6 Meter Grubber holt und die Kanten alle gerade macht. Habe ich Rasen vergessen oder wie? Ivan? Was hast du? Habe ich da Rasen vergessen oder wo ist... Nee, die Ecken, die am Feldrand jetzt hier so plötzlich fehlen. Ich meine, die Felder sind hier alle quadratisch praktisch und dann plötzlich guckst du auf die Karte oder so und dann fehlen da plötzlich irgendwie so kleine Stücke, als wenn da einer, wenn du in eine Map-Übersicht guckst, sieht das aus, als wenn unten links an dem Feld einer rumgeknabbert hat und unten rechts auch. So ganz seltsam. Muss ich gleich mal gucken. So, der Gentleman halt. Schickt mal an die Stimme aus dem Hintergrund ein Hallo. Weil es der da mal was mitkriegen sollte. Stimme aus dem Off vom Gentleman ein schönes Hallo. Nicht quieken. Ist ja furchtbar. Genau, ich fahre wieder eine gerade Kurve.
Alter, was mache ich denn jetzt hier? Also wenn du das nie hinkriegst mit dem Rasenmähen, ne? Muss ich dir das Spielzeug wieder wegnehmen. Gib mir ja schon Mühe. Es sind auch so komische Kanten im Feld. Weißes Auto. Ja, das mit der geraden Kurve, das war eigentlich so gemeint, dass du die... Ne? Ja, ist egal. Musste die Stelle auch erstmal raussuchen, wo das war. Schere und Maßstab darfst dann von Hand schneiden. Nee, es geht nicht um das Mähen, es geht um den Feldrand, der plötzlich nicht mehr geradlinig ist. Aber ich glaube, 23 hatten wir vorher nicht bearbeitet, ne? Da war ja schon immer Grasfeld. Nee, Feld 23 war mal ein rotes Traubenfeld. Immer ein rot. Ja, der Kollege darf dann, der kriegt die kleine Schere und dann muss er nachstutzen, wenn er das nicht ordentlich macht. Der kriegt eine Ziege an der Leine und dann kann er sie langführen. Nee, ich möchte von Alpine diesen Rasentrimmer, den du schieben musst. Ja, aber wir wollen ja heute noch fertig werden, ne? Du hast ja nur noch eine Stunde und zwei sind noch übrig. Echt, ist das schon 9 Uhr? Mach mich nicht schwach. Mhm. Ja, doch. Alter. Wo ist die Zeit geblieben? Ja, ich bin ja nur mal gespannt, ob und unsere blauhaarige Alpha-Chaos-Wölfin morgen mit dabei ist oder nicht. Wir werden sehen. Nee, das machen wir heute. Aber sie hat doch keine Zeit, sie muss ja erst mit den Hunden spazieren und Fahrrad fahren. Wie gut, dass du das jetzt gesagt hast, sonst taucht sie wieder auf und meckert mit mir. Aber das klang halt original wie Schwiegereltern. Ja, dann können wir ja an dem Tag da und dahin fahren. Oh nee, da habe ich keine Zeit. Wieso hast du da keine Zeit? Oh, da muss ich um 6:45 zur Blutabnahme schon. Nee, da habe ich keine Zeit. Ja, und den Rest des Tages? Ja, habe ich keinen Termin. Ach so, deswegen können wir nicht dann um 9 Uhr Richtung Freizeitpark fahren? Das ist ja komisch. Ein Termin früh morgens, ganze Woche verplant. Naja. Ja, sie könnte auch mit dem Fahrrad fahren und die Hunde an die Leine nehmen, aber der eine macht das nicht mit, von daher. Möchte sie vormittags mit ihrer Tochter
im Sonnenaufgang und den Hunden im Wald spazieren gehen. Achso, ich dachte, dem Sonnenaufgang entgegenfahren. Nein, doch. Oh. Ich hörte da gerade ein Mimimi. Ich hörte da gerade ein Nein, doch. Oh. Ja, das hatte ich ja auch gehört. Weißt du, da schleicht sie sich hinten von hinten so still und heimlich, schleicht sie sich rein, weißt du? Nicht mal einen guten Abend oder sonst irgendwas, nein. Direkt mal ihr Mimimi rausgehauen hier, ey. Guten Abend. Guten Abend. Oh Gott, jetzt ist sie da. Grüß dich. Können Sie vielleicht mal Kofferraum aufmachen? Grüß dich. Chefin habt ihr schlecht erzogen. Könnte man so sagen, ja. Das Problem ist einfach, je länger man mit ihr zusammen ist, desto mehr schlechte Manieren von ihr nimmt man an. Was? Ich bin man ja schon sagen, das Blau färbt ab. Ich bin ja schon froh, dass der Scheinra-Effekt nicht übers Internet übertragbar ist. Was? Dann würden wir hier den ganzen Tag jeder sitzen und immer, was wollten wir machen? Ja, das ist schon eine harte Sache, dieser Scheinra-Effekt. Leider Röders habe ich ihn schon übernommen, den Scheinra-Effekt. Der ist wohl weiblich, sehr anhänglich. Ja, Männer haben da eine automatisch integrierte Firewall im Brain. Bei Frauen ist das so eine Sache. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Naff. Zock. Ach, blöde Mauer. Rain, was machen wir denn heute Abend? Dasselbe, was wir jeden Abend machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Darf nichts sagen, sonst bekommen wir wieder Taschengeldsperre. Wer sperrt dir denn das Taschengeld, Mensch? Oh, noch drei Fuhren ist Futterwerk schon mal voll mit Gras. Ach, deine Chefin, ja, dann ganz, ganz still sein. Das kann mir jetzt zum Glück nicht passieren. Jetzt hätte ich beinahe was Böses gesagt. Hau raus. Los bitte, ich warte drauf. Ich weiß, du brauchst das. Aha. Ja, gib mir Tiernamen. Ach, du kleiner bunter Schmetterling. Gib mir böse Tiernamen. Böser Schmetterling. Nein, böses einfach. Was? Böses was? Das war jetzt zu viel Hall von beiden Mikrofonen. Christian und ich waren vorhin auf Facebook und wir haben dann mal geguckt, was für Tiere wir denn sind. Ich bin ein Königskaninchen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Und Christian ist ein komisches Alpaka. Ein fieses. Ein fieses.
Fieses Alpaka. Weißt du, der kann nicht mal ordentlich Rasen mähen, dann soll der ein fieses Alpaka sein. Naja, ich darf nicht an seine Wolle, also fies. Ich wollte sagen, ich habe dann Text zugeschrieben, ich so, dann würde ich ja gar nicht mehr zur Ruhe kommen, weil meine Frau immer hinter mir her wäre, um meine Wolle zu scheren. Würde ich sagen, wenn das Futterwerk voll ist, hauen wir die Reste von diesem und vom Nachbarfeld hier noch in die Grastrocknung rein. Hm? Und den Rest von den anderen Feldern, glaube ich, erstmal in unser Futter-Silo. Okay. Ich glaube, dann haben wir auch erstmal genug an Grasvorrat. Nächste Woche sehen wir dann Feld 9 an, ja? Mit Gras. Nee, Kartoffeln. Damit du nach jeder Drittelbahn direkt schon mal nachfüllen fahren darfst. Ich wollte gerade sagen, da musst du Güterzug an Saatgut neben dir hinterherfahren lassen. Jetzt, ich nehme jetzt die Kante da hier mit. Geht doch. Was hast du zu räuspern? Nee, kein Schnaps, Gentleman. Wodka. Ist nur doof, hier gibt's keine Martini-Fabrik. Ja, schade eigentlich drum. Wäre praktisch. So wie wir fahren, ist er auf jeden Fall geschüttelt und nicht gerührt. Ja. Wir sind hier im LS19 und nicht auf eurer Rennstrecke, Gentlemen. Spannend finde ich bloß, dass der eigentlich eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 hat, er aber nur hier mit 18 lang tuckert. So, einmal rauf und einmal runter. Wenn der Peter die nächsten Bahnen schon mal einsammelt, dann sammle ich schon mal die Gülle in der Zwischenzeit ein. Mhm. Ja, schäm dich, aber sowas von.
Ich habe übrigens eine Idee für deine Parkplätze auf dieser komischen Karte. Muss nur gucken, ob sich das so umsetzen lässt, wie ich mir das vorstelle. Hör mir auf mit der Karte. Wieso, was hast du denn mit der Karte? Ja, siehst du, jetzt mal Kernstadt gespielt. Du brauchst dich ja nur bewerben. Also die Karte ist schon interessant, aber sie ist halt autodrive-technisch jetzt nicht unbedingt am besten dafür geeignet. Gibt's halt etliche Herausforderungen. Egal, ob das die Parkplätze da oben an der Halle sind oder an dem Hof oder an dem Haus vielmehr oder unten dieser komische Kartoffellager da. Wie kann man denn ein Feld kaputt machen? Das täte mich mal interessieren. Wie kriegt man denn das hin? Der hat den Grubber ausgepackt und dann mit dem Grubber rübergezogen. Ja, der wäre ja nicht schlimm. Außer er hat die Felderstellung eingeschaltet. Mit der Feldlöschrolle rübergefahren. Das wäre jetzt so meine Idee, dass er die Feldbearbeitung drin hatte mit dem Grubber. Ja, aber dann hätte er das ja nur erstellt. Und da, wo schon Feld ist, passiert ja an der Stelle nichts. So kriegst du das Feld auf jeden Fall nicht kaputt. So, lass mal den mal Zeug holen. Jo. Hast du das Problem nur mit Cosplay, dass er die Felder da nicht erkennt? Weil du kannst ja in Cosplay kannst du ja einen Feldrand selber berechnen lassen. Nicht, dass du aus Versehen da einen Feldrand hast berechnen lassen und der hat da irgendwie beide Felder in eins jetzt reingepackt. Musste mal gucken, im Mods-Ordner, glaube ich, legt Cosplay nicht nur die Kurse ab, sondern auch die eigen erstellten oder umrandeten Felder. Er kann keine Berechnung machen, aha. Kann denn Ersteller keine Bäume gerade setzen? Wenn ich stell dich mir einfach mit dem Trecker aufs Feld und dann lässt du in Cosplay für dieses Feld den Feldrand einmal neu berechnen. Dann zieht er dir rund um das Feld, was er erkannt hat, dementsprechend so eine blaue Linie. Aber Felder gehen ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei kaputt, wenn sie mal da sind.
Moin, Ramonsch. Klingt aber schon sehr seltsam. So, mal schnell waschen. Morgen, Herr Wendersen, ordentlich waschi-waschi machen. Ja, bin ich hier im Irrenhaus gelandet. Mir ist beim ersten Spielstand der Traktor mitten im Feld im Boden verschwunden. Schwupp weg war er. Ja, ich kenne das hier von der Kernstadt, nur dass zwei es geschafft haben, ihre Autos aus die Map zu ballern. Aber sowas von weg. Das halte ich für ein Gerücht. Ich nicht. Ich nicht. Lügenpresse. Nee, wir machen was anderes drauf. Also wir hätten zuklappen gesagt, keiner. Also man guckt, ob es von einer seltsamen Map nicht schon eine neuere Version vielleicht gibt, wo diese Fehler behoben sind. Ach stimmt, die war ja sowieso im Mod-Hub. Im Ingame-Mod-Mod-Hub.
Hörst du jetzt echt nur ringsherum? Um 20 und 21? Was? Nein. Ich dachte nur, ich sehe da so einen lila Ring um die Felder. Ja, da bin ich einmal umzugefahren, das ist richtig. Damit ich nicht immer an den Bäumen hängen bleibe oder schon mal einmal die Baumreihe abgefahren habe. Ich könnte euch da eine Map empfehlen, Gentlemen. Eine, die stabil läuft, fehlerfrei, problemlos. Mit fertigen Fahrstrecken. Na, hier die Kernstadt zum Beispiel. Die läuft wirklich bis jetzt absolut problemlos, fehlerfrei. Also ich kann nicht klagen. Selbst hier auf dem Server, wo ja gerne mal so die eine oder andere Map ein bisschen rumspackt, haben wir hier noch keinerlei Probleme gehabt. Und du bist ja nicht gezwungen, unbedingt alle Produktionen irgendwie zu holen. Und wenn du einfach nur Feldarbeit machen willst, ja, kannst du zu Genüge machen. Bäume? Ja, wir haben Bäume. Wir haben über 6000 Bäume neu angepflanzt. Hier liegt noch so eine komische Grasschwart am Feldrand. Jo, da war ich voll. Denn die geht hier scheinbar irgendwie auf oder ab, keine Ahnung. Was heißt auf oder ab? Das ist halt nicht in Bahn gelegt, da bist du über den Rand irgendwie drüber gefahren. Ich habe ein bisschen daneben gespuckt. Da bin ich ein wenig daneben gefahren. Schräg rein. Ich hatte Autodrive drin, also GPS angemacht. Aber er fährt im 45-Grad-Winkel rein, statt im 90. Nee, am Feldrand entlang geht von oben nach unten eine Grasschwart. Quasi das Vorgewende. Jupp. Ja. Sie will sägen, sägen, sägen. Du hast ja eine komische Frau. Eine Earline. Genau, ein weiblicher Earl. Also hast ja auf der Map hast du ja Forstbetrieb. Einmal ein bisschen so im Norden. Einmal unten im Süden und ja, hast du genug Gelände drumherum, wo du die vorhandenen Bäume schon mal wegholzen kannst. Und wenn nicht, holst du halt irgendein Feld dazu und pflanzt Bäume an. Das war die aber, glaube ich, erstmal, bis der Peter hier das Gras weggeholt hat. Oder komme ich da dran vorbei? Ne, muss ich dran vorbeikommen. Oh ja, passt. Gerade ebenso.
Grüß dich, Tanja, Stern die Erste. Guten Abend. Die Chefin, ui. Dann Gruß an die Chefin. Oh, das wird eng. Das wird eng. Boah. Ja, Bär. Profis am Werk. Also ich, nicht er. Bitte? Immer dieses Gegacker aus dem Hintergrund. Sei vorsichtig, was du sagst, Ivan. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine dich Angst. Schon live gesehen. Ich habe keine Angst vor dir. Du weißt aber, Ivan, so eine kleine Terrier, die beißen sich ganz gerne in eine Wade fest, ne? Ach. Hunde, die bellen, beißen nicht. Wenn ich eine neue Map spiele, suche ich zuerst eine, wo schon AD-Kurse hat. Mann, du bist ja läppsch. Da kann ich dir empfehlen, Ramon, schau dir meine How-To's an, dann kannst du die Scheiße selber machen. Dann kannst du mal sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ah, wir sind immer nett zueinander. Ich wollte gerade sagen. Das ist völlig normal bei uns. Genau, weil... Tanja, das ist Ironie, Sarkasmus und... Blöde Sprüche. Ja. Blöde Sprüche. Na, ich blende es extra nochmal ein, ne? Gut. Ja, genau, mach mal. Dieser Stream kann Ironie, Sarkasmus, nicht ernst gemeinte Blödeleien enthalten. Bevor sich wieder irgendeiner bei unserer Alpha beschwert, wie böse wir doch zueinander sind. Ja, genau. Und ja, wir spielen unrealistisch. Genau, aber sowas von. Dankeschön, Chefin. Komm, mach mal hin hier. Mein Motor läuft schon heiß. Klimaanlage läuft auch schon auf Hochtouren. Juchu. Ich kann doch hier nur mit 20. Ich kann nur mit 18. Muss doch schneller fertig sein als ich. Du hast aber die größere Breite, Ivan. Nee. Nicht wirklich. Ich habe auch nur 12 Meter. Okay. Deswegen haben wir ja so gut aneinander vorbeigepackt. Ja. Das Problem ist, ich hol ihn alt ein, sobald er entladen fahren muss. Ja. Ja, Gentlemen, deine Kurse waren jetzt nicht schön, aber das Wichtigste ist ja, sie müssen funktionieren. Das ist das Wichtigste dabei. Schönheit kann man nachher immer noch machen. Die Kurven besser ausarbeiten und. Das Grundkonzept an Kurs muss erstmal funktionieren. So, aber der kleine Wadenbeißer geht jetzt wieder weiter Serie gucken. Tschüss. Ach, ich hab gedacht, schon wieder schlafen. Was hast du gedacht, Ivan? Ich hab gedacht, du gehst schon wieder schlafen. Nö. Bisschen stricken und Serie gucken. Und dabei schlafen. Dann kannst du ja dabei Klicko-Lettern. Wenn mein Mann mir sagt, wann ich klippen soll, dann mache ich das nebenbei. Nein, nicht klippen. Klicken, wenn deine Stricknadeln aneinander klicken. Ach so. Vielleicht klacken sie auch, dann bist du eine Klackoletta. Nein, ich bin eine leise Strickerin, mittlerweile. Eine leise Strickerin. Sonst wird Christian immer wach von dem Geklapper. Dann wünsche ich dir viel Spaß, Nina. Danke, euch auch noch beim Brummbrummfahren. Ja. Findet ihr GPS besser als VCA? Das Problem ist, GPS mit VCA kannst du ja nicht direkt vergleichen. Weil GPS ist GPS. Nur für sich ganz alleine. Macht nichts anderes.
Und VCA greift ja noch in den Motor ein, greift in das Getriebe ein und. Wir haben früher auf der Nordfriesischen Marsch, als wir die noch gespielt haben, am Anfang VCA drauf gehabt, weil es ein, zwei Spezialisten unbedingt haben wollten. Und das hat sich so dermaßen mit Autodrive gebissen nachher, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir haben ja noch eine andere Version, wir nehmen mal die neueste Version jetzt davon, dann gab es von irgendjemandem eine Spezialversion nochmal. Das hat aber alles irgendwie hinten und vorne nicht so sauber funktioniert. Ich habe zum Beispiel für mich meinen Trecker passend eingestellt gehabt, jemand anderes hatte das gleiche Modell, hat dabei sich was geändert, ich komme das nächste Mal auf den Server und meine ganzen Einstellungen sind alle wieder weg. War total nervig. Dann hat es mit Autodrive, mit Rückwärtsfahren nicht sauber funktioniert und. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir testen jetzt einfach mal, auch zum Beweis, das ist nicht an Autodrive, sondern an VCA liegt. Wir schmeißen einfach mal VCA runter, deaktivieren das mal. Und dann haben dann halt festgestellt, ui, komischerweise, Autodrive, alles funktioniert plötzlich. Und dann haben wir VCA einfach weggelassen und dafür das Guidance Steering benutzt. Also ich benutze das sowieso eigentlich schon von Anfang an mit dem GPS von VCA. Naja, ist halt Geschmackssache. So, lassen wir mal das Grashäufchen hier noch liegen. So, Futterwerk ist voll. Ja, super, dann hast du ja jetzt kurze Wege bis in die Grastrocknung. Oh ne, wenn ich jetzt drüber fahre, mache ich dir den Grasbügel weg. Kannst direkt oben von der Bahn wieder anfangen, das bisschen, was hier liegt. Aber hier. Oh, hat er sogar noch liegen lassen. Einen kleinen grünen Streifen. Ich sag ja, Ramon, das ist Geschmackssache. Wenn der eine VCA mag, okay, soll das nutzen. Also wir haben, wie gesagt, haufenweise Probleme gehabt. Vielleicht auch, weil wir hier auf dem Dedi-Server spielen und nicht im normalen Singleplayer oder in einem gehosteten Multiplayer, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das hat so viele Probleme gemacht, dass wir es dann weggelassen haben. Und mittlerweile ist die Truppe hier fit, was auch das GPS angeht. Von daher passt das. Erst in 3 Jahren. Oh Mann. Scheiße, jetzt kriege ich meinen eigenen Spruch zurück. Ja. Was? Nicht was, sondern wie bitte? Ist so. Achso. Oh, jetzt ein Rasenmäher auszumachen. Verdammt. Ja, genau, weil sonst schlendere ich immer so links und rechts gegen die Wand, wenn ich auf dem Weg zum Klo bin. Ja, es kann ja gut möglich sein, dass sich zwischenzeitlich auch bei VCA irgendwie was getan hat in der Richtung. Aber wie gesagt, wir hatten halt massiv Probleme damit. Allein schon beim Abtanken vom Drescher, wenn der Abfahrer irgendwie zurücksetzen sollte, das hat nicht funktioniert, dann ist er stehen geblieben, dann hast du die passenden Einstellungen dafür deaktiviert, dann hat es mal geklappt, spätestens das nächste Mal, wenn du auf den Server kommen bist, hat es wieder nicht mehr geklappt und. War nicht schön.
Soll ich warten, bis du den kleinen Krümel da noch weggenommen hast? Ja, bitte. Nein, Ivan, ich habe meine Frau eben so ein bisschen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Oh, böse Falle. Frauen? Ja. Ja. In der Beziehung schon. Nein, sie wollte Donnerstag zum Arzt und hat gefragt, ob sie mal nach einem Notschlachtungsplan rufen, fragen soll. Da habe ich gesagt, nein, erst in 3 Jahren. Mhm. Was ist in 3 Jahren bei euch? Dann kriege ich Witwenrente. Ich darf ja auch nicht vorher abnippeln. Krieg. Toll. Nee, der hat ja vorher nochmal das Gras eingesammelt, was da so am Feldrand noch lag. Damit ich das nicht immer unterbuttern muss, wenn ich da drüber baller. Und Gentlemen, das ist mein Spruch. Ui, toll. Copyright, was ist denn ein Copyright? Copyright kenne ich, aber Copyright? Na, das ist ein Raid, den du kopiert hast, ne? Ach so, ja dann. Ein kopierter Überfall. Yeah. Ich glaube, im Polizeideutsch heißt das Nachahmungstäter oder so. Ach, siehst du, apropos, wir waren vorhin irgendwie beim Kettensägen-Massaker von deiner Chefin stehen geblieben. Steht die denn so auf Bäume fällen? So richtig mit Kettensäge oder eher mit einem Harvester? Ich weiß ja nicht, ob sie noch da ist. Vielleicht traut sie sich nicht zu schreiben. Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist sie schüchtern. Wobei, wenn mit einer Kettensäge durch den Wald läuft in LS19, Beides. Beides, okay. So, ja, eine Erline. So, schon wieder voll hier. Also du bist aber heute echt oft voll. Ne? Also es gibt auch extra so Forstmaps. Da müsstet ihr dann wahrscheinlich nur erstmal beide ran, um die ganzen Flächen frei zu roden, damit ihr dann Felder erstellen könnt. Sowas gibt's auch. Hat Angst vor mir, weil sie mir kein Taschengeld sperren kann, okay. Ja, aus den Zeiten mit Taschengeld bin ich lange raus. Wobei ich heutzutage ja schon mal froh bin, wenn ich mal 10 Euro im Portemonnaie habe. Weil läuft ja fast alles über Karte oder meine Frau geht arbeiten.
Beziehungsweise einkaufen. Der war auch gut. Oh, herrlich. Peter, einatmen, ausatmen. Jojo. Und das Ganze regelmäßig wiederholen. Komm, mach mal hin jetzt hier. Ihr habt die grüne Spur hier extra noch liegen lassen. Yeah. Gleich hat Peter wieder so einen riesen Weg, ne? Wenn er hier aufs andere Feld kommt. Nee, jetzt hat er ja den kürzesten Weg. Direkt vom Feld aus mal eben in die Heutrocknung. Ihr seid ja fast fertig, oder nicht? Ja, so ein paar Bahnen. 2, 4, 6. 6 oder 7 Bahnen noch. Sehen Sie? Aber Tanja, wie sieht's denn aus? Nur fällen oder auch sich um die Verarbeitung kümmern? Also so von wegen Baumstämme mit dem LKW durch die Gegend transportieren, in der Produktion packen, Ritterpaletten in Leerpaletten umwandeln und solche Sachen. Oder wirklich bloß mit dem Harvester oder mit der Kettensäge durch den Wald rennen. Bin noch am Üben. Ja, das beantwortet jetzt aber meine Frage nicht. Oh, ich glaube, das wird zu knapp. Doch, also du brauchst ja hier auf der Map, musst du ja Bäume fällen. Allein schon für den Forstbetrieb, um dann Holzpaletten draus, um diese komischen Bretterpaletten draus zu machen. Aus den Bretterpaletten machst du dann wiederum Leerpaletten oder auch Fässer, die du dann in die verschiedenen Produktionen natürlich transportieren musst. Das heißt, da hängt natürlich so eine kleine Produktionskette dran. Das mit dem Fällen hat sich schon gut raus, aber das Beladen bekommen wir noch nicht so gut hin. Ja, wenn ihr das natürlich händig macht, Es gibt natürlich auch Auflieger, und den haben wir bei uns hier auch auf dem Hof, die beherrschen Autoload, und dann kannst du die Baumstämme automatisiert aufladen lassen. Selber fahren kannst du ja dann immer noch. Weil diese ganzen Gabeln für die Baumstämme, die du so standardmäßig hast, die sind einfach Mist. Warum hast du einen zu langen Baumstamm? Fällt ja schon auf der anderen Seite wieder raus in solche Scherze. Oder du musst halt sehr kurze Baumstämme schneiden. Ich habe das mal auf der Nordfriesenmarsch mit einem Waldstück gemacht. Schön die Baumstämme in 6 Meter Länge geschnitten. Und dann wirklich mit so einem Radlader
mit so einer Gabel vorne dran versucht, die gar irgendwie aufzuladen. Oh. Der Poltergabel. Ja, das war ein absoluter Krampf. Ich habe nachher einfach nur die Baumstämme mit der Poltergabel irgendwo passend alle auf einen Haufen geschoben und bin da mit einem Autoload-LKW da vorbeigefahren. Ja, die Map da scheint so einiges nicht zu mögen. Wie zum Beispiel Feld 5 und Trecker. Lasst doch eure Map da einfach Map sein, fangt bei uns an, fertig. Ist ja traurig, wenn ich gerade so lese. Das könnte aber schwierig werden, Peter. Warum? Oh, dann hätten wir... Wenn Earl wiederkommt. Ja, wenn Earl wiederkommt, dann hätten wir zwei, die unbedingt Bäume fällen wollen. Naja, dann kann ich nach oben Bäume fällen, ihr nach unten. Naja, die 6000 Bäume stehen aber nur mal auf dem einen Feld. Ja, dann müssen sie halt teilen, sind doch keine kleinen Kinder. Und vor allem, wir fällen ja eigentlich nur einmal pro Ingame-Jahr. Ja, und zwischendurch wirklich bei Bedarf. Aber ich glaube, wenn wir die 6000 Bäume da irgendwie weggeballert haben, Na, schade, die Bahn passt noch in, die andere nicht mehr. Ja, ein komisches Stück Wiese da. Verdammte Axt. Ja, wir spielen ja mit Seasons und bei Seasons ist es so, wenn du einen Baum neu pflanzt, kannst du den eigentlich frühestens nach 3 Ingame-Jahren auch fällen. Wir haben jetzt Seasons schon ein kleines bisschen modifiziert, dass es glaube ich nur noch 2 Ingame-Jahre sind. Heißt, die Bäume wachsen dann ein kleines bisschen schneller. Weil sonst stehen wir hier irgendwann auf einer Map, die überhaupt keine Bäume mehr hat. Heißt dann aber auch keine Palettenproduktion. Die restlichen Produktionen stehen alle still. Deswegen haben wir uns jetzt hier oben Feld 5 ist komplett mit Bäumen angesät und das sind über 6000. Über 6000 Setzlinge, die wir da auf das Feld geballert haben. Ja, und das wäre für Peter ja sehr fatal, wenn die Alkoholproduktion echt mal zum Erliegen kommt, damit er noch nicht mehr zu seinem roten Laterne kommt. Ja, genau. Eben. Könnt ihr nicht machen. Hallo Mädels, ich bin's, der Peter mit dem Wodka. Richtig. Und immer eine Kiste extra. Für spezielle Dienste. Oh schön, die eine Stelle ist jetzt dann schon dreifach gedüngt, während alle anderen jetzt zweifach gedüngt sind. Ja, wenn du ohne Seasons spielst, hast du ja nur 5 oder 7 Endgame-Tage oder irgendwie so. Also die sind ja ratzfatz sind die ja, ich sag mal, erntereif. Speicherfreeze. Wollte schon sagen, hänge ich jetzt hier am Baum? Lass mich ran, du fährst noch auf deinen GPS-Kurs, oder?
Ja. Hochmachen, nicht Kamera wechseln. Was für Voraussetzungen müsste man erfüllen, um bei euch einzusteigen? Ja, also erstmal musst du einen vierstelligen Betrag überweisen, natürlich. Ganz klar, ne? Nein. Schau einfach mal auf die Infopage, da steht das. Ich glaube, ich habe das auch schon mal aktualisiert. Also Quereinsteiger ist vollkommen egal. Was man auf jeden Fall vertragen können sollte, sind leichte Frotzeleien, Blödeleien, Scherze, Ironie, Sarkasmus. Rums. Ja, aber es war kein weißes Auto, es war ein graues. Ja, oh. Ist egal. Feld 20 ist ja schon fertig. Nein, du sollst jetzt hier nicht drehen. Du sollst jetzt einfach hier weiterfahren. Ah, ja, klar, komm. Fahr vorbei, du blöder Betonmischer. Lies mir auf den Nüsse hier. Schwinde. Nein. Da kann sein, dass du ein bisschen korrigieren musst, Peter. Naja. Du bist nicht so breit wie ich. Das. Ich wollte jetzt gerade anfangen, auf Feld 20 alles einzusammeln. Beziehungsweise mit dem Ansehen loslegen. Nee, erstmal müssen wir sammeln. Ja, dann lasse ich den schon mal auffüllen und stelle den gleich an den Feldrand. Oha, lieb, arm, schüchtern und verklemmt auch noch. So weit. Ja, das sind die Leute vielleicht im Real Life, aber kaum sind sie im Internet, dann ist das, als wenn so ein Schalter umgelegt wird. Und dann ist vorbei. Stimmt. Ivan ist auch ganz schüchtern. Ja, total. Deswegen streame ich auch nie mit Cam. Dann würde man sehen, dass ich ständig rot werde, weil ich so schüchtern bin. Ja, das kommt man beim Real-Treffen zu sehen, wie rot du geworden bist. Das war bloß, weil wir aus dem warmen Auto in die Kälte gestiegen sind. Ah ja. Ja, aber sowas nee, von. So grau sah er gar nicht aus. Also das kann ich jetzt nicht. Naja. Die Haare werden halt irgendwann mal weniger. Die Farbe geht flöten. Ja, dann kommt die Weisheit raus. Das ist alles genau. Gut. Mein Christian, er ist auch wieder rumgekleckert hier.
Er wollte GPS so nicht, wie ich wollte. Ich habe mir echt schon Mühe gegeben, nicht zu kleckern, aber manchmal kleckert man. Oh, ab, du blöder LKW. Binde. Du meinst die Ecke, wo ich ein bisschen ins Gelbe rübergefahren bin, ne? Mhm. Soll ich dir da gleich noch einmal entlang ziehen, dass du die Bahn auch noch komplett mitnehmen kannst? Nö, lass. Ihr kriegt das hier schon weggestaubsaugt. Sehe ich, du bist erstmal voll. Jo, ich bin nur voll, wenn du abgefahren. Ja, das ist halt so, Gentlemen, ne? Manche Leute muss man fotografieren mit wenig Licht und viel Schatten. Das Problem ist, Gentlemen, ich werfe so großen Schatten, war keine Sonne bei Ivan zu sehen. Nee. Deswegen haben wir ja auch nur die Füße fotografiert. Beziehungsweise die Schuhe. Genau. Und alle Corona-konform mit Maske, wie sich das gehört. Wieso willst du denn jetzt schwadern? Damit er hier eine einfachere Spur hat. Weil die Arbeitsbreite von den Dingen ist ja hier 14,80 Meter. Deswegen wollte ich ihn jetzt... Die Spuranzahl schon mal reduzieren, bitte. Okay. Das sind ja dann quasi schon zwei Spuren... In einer. Mhm. So, damit er hier aber in den Kurven nichts liegen lässt. Maximal. Rundherum und das Ganze in weich. Was? Achso. Sollte ihm auch was mitgeben. Fangen wir mal da an. So. Nee, so klein war er jetzt nicht, dass er unter meinen Bauch passen würde. So, und das sieht gut aus. So, während der beschäftigt ist, gucke ich mal schnell, was denn unsere Forstbetriebe etc. überhaupt so sagen. So, Zuckerwerk sagt sowieso nichts, Zigarettenfabrik sagt nichts. So, Bretterpaletten sind schon wieder voll. Papier läuft noch ein bisschen. So, da sind auch die Bretterpaletten voll. Mehr Paletten voll. Oh, da fehlen Bretterpaletten. Das war der Einser.
Fährt der Schwader Kreisspur? Ja, aber nur die ersten zwei Bahnen, glaube ich. Okay. Gerade gewundert, warum er hier von der Seite kommt. Es sind 15 Grad draußen. Mach die Heizung an, wie es kalt. Christian, wo willst du hin, Christian? Ja, meine Frau hat mich gerade abgelenkt. Toll. Drinnen Gemüse. Ja, weißt du ja, dass du da nachher wieder so einen Ausreißer hast. Vielleicht solltest du auf dem anderen Feld anfangen und schon mal dem hinterher düsen. Mach mal Fenster zu. Mir ist kalt. Was? Wird nochmal erfrieren. Alter, ich schwitze mir nur die Hölle bei 15 Grad und sie friert. Ja, aber es ist normal. Frauen halt. Ja, typisch. Ja. Das unterschreibe ich sofort. Boah, diese bescheuerten Paletten, ey. Also muss ich gleich doch noch eben an ein Feld. 19 an lang fahren, damit der Rasen da wegkommt. Tut mir leid, Peter. Scheiße, vorbeigeblättert. Nee, das Problem ist, der hat hier für die Ausgabe der Paletten so komische Platten hingemacht. Und da bleibst du halt gerne mal mit dem Stapler irgendwie hängen. Jo. Ach du, zwei Löcher auf einmal ist er Pillepalle. Ha. Reden wir immer noch vom Stapler? Ja. Okay. Vielleicht. Okay, der Betonmascher fährt 43.
So, haben wir die Bretterpaletten auch schon mal wieder verteilt. Dann kann die Produktion da auch schon mal wieder laufen. So, wieder zumachen, ordentlich. Auf deinen Parkplatz. Ja, also wenn du keinen... Also ich kann dir sagen, unsere roten LKWs funktionieren. Vor allen Dingen haben sie Licht. Ja. Was für ein Licht. Weil von den roten LKWs haben wir ja immerhin momentan 3 Stück. So, gucken wir mal. Wie sieht's denn sonst hier aus? Kompostwerk. Ah, 1,4 Liter haben wir noch an Kompost. Reicht. Reicht dicke. Grastrocknung läuft. Futterwerk, ja, da kriegen wir aus den nächsten Ernten dementsprechend was raus. Fermenter ist noch voll. Die Düngerfabrik produziert noch weiter fleißig Flüssigdünger und Pflanzenschutz. Hab ja das Gülle reingepackt, 45.000 Liter. Rötscherei voll. Brennerei läuft auch noch mit unseren letzten Kartoffeln, die wir da noch reingeballert haben. So, hat auch zeitlich gut geklappt. Fahre ich den Karren neu im Wasch oder verlasse ich euch auch schon wieder? Ja, aber wenigstens hast du das Mähen fertig gekriegt. Durftest endlich mal mähen. Juhu! Peter, an Feld 19 liegt auch nochmal eine Schwart, ne? Naja. Ja, ich würde ja länger machen, aber es geht leider nicht. Noch nicht. Ja, morgen darfst du ja noch mal ran. Morgen. Und dann erst wieder am Sonntag. Ja. Ja, Mittwoch fällt ja eh aus. Da hat so eine komische Blauhaarige irgendwie Geburtstagstrieben oder so, wo noch keiner genau weiß, wann, wie, wo, was. Aber die hat ja eh keine Zeit, ne? Morgens früh mit Töchterchen Hunde ausführen und dann Fahrrad fahren, dann ist der Tag ja schon vorbei. Ja, es liegt an der Farbe Blau, dass man mit Treckern nicht fahren kann. Was machst du da, Ivan? Ich sag ja, das liegt daran an dem Blau. Du sitzt im blauen LKW und sofort ist dein Fahrskill gleich null, oder wie? Blauer Trecker. Ja, ich sag ja, muss an der Farbe blau liegen. Schon ist vorbei mit Fahrskills. Was bei ihm der rote LKW sind, bei uns blaue Trecker. So, jetzt haben wir hier. Haben wir schon Benzin bei uns auf dem Hof, ja, ne? Ja, yep. Sollte noch was da sein.
Jetzt habe ich gedacht, du fährst die Spur außen weiter rum. Habe ich angeschmiert, ja? Ja. Na, ich nehme den Rest gleich noch mit. Ich fahr gleich weiter aus. Da mach mal den Grün. Tanja, glaubt man, die Forstbetriebler haben schon alle grüne Fahrzeuge. Ja, olivgrün. Damit man sie im Wald auf jeden Fall nicht sieht, sind sie gut getarnt. Deswegen finden wir Demon immer nicht, wenn er Pause macht. Ja, also Trecker, jeder hat bei uns hier auf jeden Fall einen eigenen Trecker und dann auch in ja, einer passenden Farbe für ihn oder einer ausgewählten Farbe. Forstfahrzeuge sind bei uns eigentlich fast alle grün, wenn möglich. Ja gut, nur der Stapler, der lässt sich halt nicht umfärben. Dann haben wir halt die roten Transport-LKW, blau für Flüssigkeit. Also ein bisschen farblich abgesetzt. Zwei gelbe Kartoffelmäuse. Drei. Zwei. Zwei. Wir haben zwei von den roten. Es waren drei Drescher waren das. Genau. Ja, das haben wir unser Alpha auch schon mal gesagt, aber kommt der mir hier doch entgegen? Na, ich hab ja gesagt, ich fahre gleich die Dings weiter. Ja, ist ja gut. Ich hau ja schon ab, so. Das. Toll. Ja, ich darf nicht. Ja, ich verstehe nicht, warum. Muss die ganzen Sounds irgendwie nochmal durchgucken. Weil ich wahrscheinlich bei dir kein Dings habe, kein Abo. Also. Ja, aber ich habe es nicht eingestellt, dass die nur für Abonnenten nutzbar sind. Das ist ja gerade das Seltsame. Aber gut, meine Damen und Herren, ich wünsche euch noch viel Spaß. Jo, bis ja, gleichfalls. Morgen Abend, ne? Jo, alles klar. Haut rein. Jo, tschüss. Jo, ciao, Chris. Ciao, ciao. Ja, hier war der Sparda noch nicht, glaube ich. Die eine Bahn hat er gemacht, die andere noch nicht. Weil ich mir gesagt habe, er soll jede zweite Bahn nur machen.
So, aber ich bin hier auf der Bahn jetzt gleich voll, also. Na, ich bin jetzt so. Ja, das kommt auf einmal gerade im Chatbot was guckt. Sollte man nicht machen. So, wenn der jetzt entlädt ist, kann ich aber doch nochmal gucken. So, und da. Auch. So. Sounds. Nee, Commands. Da. Support. Ui, da. Reingucken. Freigegeben für Subscriber. Hm. Seltsamkeiten. Nee, so lange Haare habe ich nicht. Ja, hat der gute Stefan wirklich gut eingefahren, die Kurse. Also da wir ja auf der Marsch so viele Probleme hatten hier auf dem Server, beziehungsweise eigentlich nur immer in der Nähe von einer gewissen Produktion, haben wir uns eigentlich überlegt, okay, vielleicht wechseln wir doch mal die Map, gehen wir auf eine andere. Dann habe ich mir so ein paar Maps mal angeguckt und dann, ja, unter anderem auch die Kernstadt, quasi auch als letzte von den Maps, die ich mir so rausgesucht hatte. Und ja, dann habe ich wieder meinen Stiftung Autodrive-Kurs-Test losgelassen und musste feststellen, das ist gut durchdacht eingefahren und das funktioniert auch noch. Ich habe nur so die ein oder andere kleinere Ecke mal zwischendurch ein bisschen korrigiert. Ich habe die Parkplatzzufahrten habe ich korrigiert. Die waren auch noch mit grünen und hellblauen Linien nur eingefahren, also ohne dunkelblaue Linie zu nutzen. Und habe ich irgendwann meiner 3-Stunden-Aktion alle Parkplätze neu angebunden. Ansonsten ist soweit eigentlich alles hier an Produktion sauber mit angebunden. Also das funktioniert. Und auch wenn es die Tanja nicht mag, es ist hier alles schön sauber, ordentlich in Ordnern eingesortiert. Hat sie nicht mitbekommen. Ja gut, man kann ja auch die Ordneroption einfach ausschalten, ne? Dann siehst du die Ordner ja nicht mehr, auch wenn da welche im Hintergrund angelegt sind.
Oh, shit. Ich hab gedacht, auf der Bahn war er schon. Wer war ich zuerst? Ja, aber das ist alles Übungssache. Reine Übungssache. Jetzt soll ich der Tanja nochmal sagen, dass du unbedingt mit Ordnern in Auto 3 spielen willst, weil du sonst die Übersicht verlierst. Ja, ich erinnere da mal ganz kurz an was, ne? Wo war's denn? Da, ne? Immer dran denken, ne? Wie war das in den einen Film? Mach nicht deine Probleme zu meinen? Du bist nicht unschuldig. Böse Falle, böse Falle. Da kommt sofort das weibliche Veto. Nein, aber ich muss ihn in Schutz nehmen. Er hatte gerade gesagt, die Kurse sind hier gut eingefahren und dann habe ich ihm erzählt, wie das hier so mit den Kursen entstanden ist, dass das auch nicht meine Kurse sind. Und habe ihm dann nur gesagt, dass ja hier auch alles schön sauber, ordentlich in Ordnern einsortiert ist, auch wenn die Chefin das nicht mag. Aber das ist ja eine Option, die man rausnehmen kann, wenn man das nicht haben möchte. Nur, das sind hier halt extrem viele Zielpunkte, die man anfahren kann. Und da macht halt eine Ordnerstruktur definitiv Sinn. Toll!
Dann kannst du ja schon mal auf dem anderen Feld hier nebenan gleich fahren lassen. 21. Das war gerade so meine Idee, ja. Ich mach mal schnell ein Doppel-P. Jo, mach das. So, machen wir jetzt aber nur zwei Vorgewände, das sollte ja trotzdem reichen. Ja, das sieht gut aus. Also ich packe ja die Links nachher wieder schön unter das Video drunter. Ups, einschalten vergessen. Dann könnt ihr euch ja die Map mal runterladen. Die Autodrive-Kurse gibt es auch direkt auf der gleichen Seite. Ihr könnt euch das ja auch erstmal ohne Seasons einfach angucken, ob das überhaupt eine Map ist, die euch so zusagt. Weil die Map ist halt sehr flach. Ja, aber es gibt halt ein paar schöne Bauten, dann wie hier. So, ja, ein Feld, was dann einfach mal so in den Boden mit reingeht. Für uns allein war sie einfach zu gut. Also ich habe schon vierfach Maps komplett allein verwaltet. Es ist halt immer die Frage, wie viel will man machen? Wie viel will man an Zeit investieren? Und wir teilen uns ja jetzt hier auch die Arbeit. Ne? Der eine fährt dann den Rasenmäher, der andere fährt dann schon mal mit dem Ladewagen hinterher, der nächste kümmert sich um das Ansehen und. Ne? Und wenn du mit Seasons zum Beispiel spielst, ja, dann hast du gar nicht so viel Arbeiten pro Ingame-Tag. Ne? Wir haben ja etliche Tage, wo wir überhaupt nichts zu tun hatten. Wo wir dementsprechend vorspulen mussten. Und du bist ja nicht gezwungen zu sagen, okay, ich muss mir alle Produktionen kaufen, ich muss alle Felder haben, ich muss alle Fruchtsorten ansehen, ich brauche alle Erntemaschinen dafür. Das kannst du ja peu à peu und Stück für Stück nacheinander aufbauen. Und wenn du sagst, du willst halt nur Bäume machen, ja, das ist auf der Map auch kein Problem. Oder wenn du sagst, ich möchte nur Trauben ernten und Wein machen, ja, kannst du auch machen. Dafür musst du ja nicht alle Felder und alle anderen Produktionen haben, aber du musst halt gewisse Produktionsketten einhalten. Und zumal, wenn du so eine Map hast, wo du ja bis auf wenige Ausnahmen eigentlich nur so schöne quadratische oder rechteckige Felder hast, ne, da kannst du dann auch schnell mal Kursplay oder draufsetzen oder AIVE, um da eine Ernte zu machen oder irgendwas anzupflanzen. Ne? Also das ist hier auf der Karte relativ problemlos. Oder wenn du jetzt sagst, okay, oh, jetzt habe ich aber 5 Felder, die gleichzeitig geerntet werden müssen. Ja, ja gut, dann machst du halt ein oder zwei Felder selber und auf den Rest lässt du halt einen Helfer los. Ich habe halt damals die Nordfriesische Marsch alleine bewirtschaftet und bei mir waren grundsätzlich irgendwie immer 10, 12 Helfer locker unterwegs. Das wäre auch anders gar nicht gegangen. Oh, was liegt denn hier noch für den Grasschwart? Naja, die hat Chris dann noch
zum Schluss mit hingeschmissen. Können wir die überhaupt einsammeln? Oh ja, geht. Dann sammle ich die mal als erstes jetzt hier ein. Die hier auch weg ist. Ich meine, gut, wenn Gras liegen bleibt, wird es ja zu Stroh irgendwann automatisch durch die Sonne. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob das dann auch irgendwann von alleine verschwindet. Ja, das weiß ich auch nicht, ob sich das mit dem Winde verweht. Ach stimmt, die 19 gehört uns ja. Ah, sonst hätte er hier ja gar nicht erst den Rasen mähen können. Mann, hat der hier rumgekleckert wieder. Mann, mein Glas hat schon wieder ein Loch, ist ja unglaublich, ey. Meins auch. Und kein Real-Life-Auto-Drive, was das Glas mal eben schnell zum Kühlschrank fährt und wieder auffüllt.
Wenn ich eingeschlafen wäre, dann wäre mein Trecker schon irgendwo gegengefahren. Nein, ich habe gerade mit meiner Chefin gesprochen. Brauch kein Taschengeld. Ja, wenn ich mal 10 oder mal 20 Euro im Portemonnaie habe, dann ist das schon viel. Aber das ist dann meistens nur so für Tankstelle oder so. Mann, ich bin ja schon wieder voll und wundere mich, warum ich dem schon wieder so dicht hinterher fahre. Na, sie hat ja gesagt, so unschuldig bist du gar nicht. Da müssen wir rein. Ich kann ja nichts dafür, wenn deine Frau Finanzministerin dir das Haushaltsgeld kürzt. Ja, wie soll ich dir denn helfen? Ach, der reinste Engel. Ach, hör doch auf, ey. Der Engel mit dem B davor, schon klar. Da sage ich jetzt mal nichts zu.
Ja, du musst nicht immer die Scheine mit den drei Nullen, mit den zwei Nullen verlangen. Du musst mal kleinere Beträge fordern. Und die dann so still und heimlich sammeln, aber das darf sie natürlich nicht wissen. Nee, mach uns jetzt nicht dafür verantwortlich. Bekomme nur Hartgeld. Und jetzt kriegst du dann nichts mehr. Ah. Ah ja, c'est la vie. Naja, aber er weiß schon, dass es auch 10 Euro Münzen gibt, oder? Weißes Auto, lass mich in Ruhe. Hau ab. Weiß ich nur nicht, fährt er jetzt wirklich parken? Ich glaube, es ist aber auch nur noch die eine Bahn, ne? Ja. Kriegst du das noch mit drin, oder? Die eine Bahn, ne, die kriege ich jetzt nicht mehr. Ich habe schon 98.000 jetzt. Jetzt quasi ja, der letzte Rest da noch. Also das muss eindeutig am blauen Trecker liegen. Ich weiß nicht. Mit meinem bin ich nicht so komisch gefahren wie mit dem hier. Ja, so viel zum Thema. Er fährt dann auch parken. Ja. Oder eben auch nicht. Gemähtes Gras untergrubbern. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, zählt als Düngerstufe. So, mal Gras jetzt hier ausschalten. Ist ja genauso, wenn du Strohablage, Stroh mit untergräbst, hast du ja auch schon die erste Düngestufe drauf. Ist ja mit Gras auch. So, die beiden waschen. Dann werde ich meinen direkt wieder vor der blaue kleine Monster da spannen. Und dann ja, können wir morgen beide Felder noch schön ansehen. Mal gucken, wie sehen denn die anderen Felder alle so aus? So ist ja schon wieder 23. Mein Gott, die Zeit verfliegt. Ja, ja. Dunkelgrün, 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 dunkelgrün. Einzige Feld, was erntereif ist, ist die 25. Das ist doch bestimmt Feld 4 düngen, Feld 25 Traubenrot ernten, Feld 39 Traubenrot ernten. Einschalten, bevor der da reinfährt. Zweimal Trauben. Na okay, wenn Scheinra morgen da ist, könnten wir Trauben ernten. Ja, dann würde ich auch gegebenenfalls Cosplay zum Ansehen auf die Felder schicken. Dann könnten wir mit 4 Mann die Traubenernte machen.
39 ist nur ein kleines Feld, aber 25 würde sich auf jeden Fall lohnen. Wobei, wo muss denn das Zeug hin von 25? Güterbahnhof? Das ist ja easy. Der ist ja direkt da unten. Yep. Ja. Da kannst du ja zwei Erntemaschinen, zwei Abfahrer. Ja. Yep. Komm, den Vertrag akzeptiere ich schon mal nicht, dass der dann morgen weg ist. Richtig. Ihr Alten solltet längst im Bett sein. Vorsicht. Bitte? Vorsicht. Ganz dünnes Eis. Aber ganz dünn. Du Ruhrpottperle. Naja, 800.000 in der Grastrocknung. Komm mal ein bisschen mit hin. Joa. Ich habe auch eine Ladung wieder in Fermenter reingepackt, auch wenn der voll ist. Vorsicht, Gentlemen. Die Chefin kriegt alles mit. Sie wird ja jetzt schon frech. Wieso ist sie das sonst nicht? So, haben wir den auch wieder sauber abgestellt? Ja, ja, ich starte ja zunächst den Motor. Hol ich mir direkt schon mal die Saatmaschine für morgen. Die steht ja schließlich noch da am Feld. Eigentlich ein liebes Mädel. Ah, ja. Dann hast du irgendwas verkehrt gemacht. So, dann steht der bereit für morgen. Wie gesagt, wenn wir die Traubenernte machen, schicken wir halt Helfer auf die Felder, damit sie ja dementsprechend noch ein bisschen was ansehen. So, auf das eine Feld habe ich jetzt mal Mais drauf gemacht, auf das andere Feld Weizen. Da habe ich den angesehen und habe gar nicht geguckt, ob wir den überhaupt ansehen dürfen. Aber eigentlich ja schon, ne? Ja, Mais 7 Grad, kein Problem. Und Weizen 4 Grad, auch kein Problem, passt. Mal gucken, vielleicht machen wir Gerste, Hafer auf die anderen beiden Felder. Das sind ja nur kleine. Nee, das ist gesunde Patina, die wird nicht lackiert. Das ist halt so bei Seasons, ne? Abnutzungserscheinungen an den Fahrzeugen, ne? Man muss ja auch sehen, dass damit gearbeitet wird und dass die nicht einfach nur doof in der Gegend rumstehen.
So, mal gucken. Der parkt gerade ein. Zack, zack, zack. Alle Fahrzeuge stehen an ihrem Platz. Voll. Der kriegt da seinen Parkplatz. Ich glaube, die Halle werde ich hier nochmal einfahren, die kleine hier. Weil hier gibt es nur eine einzige Ausfahrt aus der Halle, aber da könnte man vielleicht noch ein paar Parkplätze einzeichnen für so Kleinmaterial. Mhm. Oh. 4000. Stehen schon wieder drei Paletten bereit. Geparkt, 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 geparkt. Das sieht doch gut aus. Ja, schick. Dann würde ich sagen, Zeit anhalten. Ganz wichtig. Und dann werden wir morgen an der Stelle dementsprechend weitermachen. Mit wahrscheinlich einer Traubenernte. Ob nun zu dritt oder zu viert, mal gucken, ob die Blauhaarige hier noch aufschlägt morgen. Theoretisch hätte sie ja Zeit, aber praktisch, naja, wie das halt so ist, wenn man ein, zwei Termine am Tag hat, ist der ganze Tag verplant. Werden wir dann sehen. Ne, das hat nichts mit alte Herren müssen ins Bett zu tun, sondern eher mit der Wecker klingelt sehr früh. Und wir haben auch gesagt, ja, so ungefähr 3 Stunden werden wir pro Stream dementsprechend machen, damit sich das auch lohnt. 3 Streams sind dann ungefähr 1 Ingame-Tag, wenn wir nicht gerade vorspulen müssen. Also passt das eigentlich relativ gut. Jetzt dann mit 7 Uhr irgendwas angefangen, jetzt 10:02 Uhr auf der Uhr. Passt eigentlich. Frauen haben immer einen vollen Terminkalender. Ja, und eine volle Handtasche. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Beziehungsweise das war's für heute. Ah, schön, wenn der Krankenwagen draußen mit voller Lautstärke vorbeiballert. Ah, kriegt man gar nichts mehr mit hier. Und ja, ihr zwei könnt es euch ja gerne mal überlegen. Wenn nicht, schaut einfach mal im Stream vorbei oder einfach mal in Discord natürlich. Das wollte ich eigentlich eher sagen. Kommt da mal ins Voice, dann quatschen wir einfach mal eine Runde, lernen uns mal zumindest auch mal stimmlich ein bisschen kennen. Das ist immer so mit eine der Grundvoraussetzungen, ne? Die Chemie muss passen oder wie die Wölfin sagen würde, ne? Erstmal schnuppern, ob das auch wirklich so passt. Und ja, ansonsten gilt wie immer, haltet Abstand, bleibt gesund. Ich bin raus, bis denne und ciao, ciao.